Na'vi, and they know this common ground. It's Overpass with your casters. Ja, danke Machine. Du bist der Beste. Danke an Jenko, danke an Pimp. Und damit herzlich willkommen zurück. Warum Caster? Nämlich dem Jitko aus Berlin. Live für euch hier am Mikrofon. Und damit geht es los. Heroic gegen Na'vi auf Map Nummer 2. Heroic konnte das Ganze auf Cash gewinnen. Wir haben in diesem krassen Interview gesehen, ja, sie haben viel gespielt in letzter Zeit und Na'vi nicht. Und deshalb kriegt man da Cash. Ja, kein Wunder. Also, erstmal ein kleiner Clash unten im Connector und am Ende geht das Ganze in der 2 gegen 2 Situation aus. Mit Vorteil für Heroic, wenn wir einfach auf die HP-Zahlen gucken und natürlich auf die Pistolen, die man hat. Na, Simple hat noch eine P250. Das ist natürlich auch eine Pistole, die man nie unterschätzen darf, besonders weil der Gegner keinen Helm hat. Oh Gott. Okay, sorry. Es geht nach vorne. Nico fällt dann in den Rücken rein. Ja, das ist natürlich ein einfacher Headshot für ihn. Damit ist es noch Flamey. Und das ist der Spieler, der unten im Connector doch schon ganz gut ramponiert wurde. Ja, sucht mit der USP dann nochmal die Möglichkeit. Na, kommt aber nicht auf den Kopf drauf. 19 AP. Also viel ist da bei Flamey in den letzten 38 Sekunden wohl nicht mehr zu holen. Und das wäre wieder eine Pistol-Round, die Heroic für sich entscheiden kann. Die zweite in Folge. Damit würde man sich 2-1 nach Pistols erstmal trennen. Außer Flamey dreht es noch dreimal im Kreis und nimmt zwei Leute mit. So, die Nate kommt reingeflogen. Fliegt ja mal Ping-Pong um die Ecke, wird aber Nico hier nicht angreifen. Da steht Freiburg bereit und räumt ab. Damit die erste Runde für Heroic. Und das könnte echt eine spannende Partie werden. Na'vi hat ihre beste Map rausgepickt bekommen, also gebannt bekommen. Das ist halt Inferno. Und Heroic scheint heute echt gut drauf zu sein. Besonders Crowman gefällt mir extrem gut. Crowman ist echt gut drauf. Allein das Lineup, wie es gerade irgendwie aufläuft, klappt sowieso gerade gut. Wir haben es schon auf Mirage gesehen. Jetzt vielleicht nochmal die Überraschung, weil man halt noch nicht so lange spielt. Kann sowas ja auch machen. Also gucken wir mal, ob Na'vi vielleicht als erstes Team so ein bisschen ja, von einem Underdog hier unter Druck gesetzt wird. Zumindest hat Heroic schon mal Map Nummer 1 gewonnen. So, baut er auf dem Kreuzfeuer-Setup Richtung Toilette auf. So, da steht man bereit. Und wartet ab, dass sich dann Na'vi zeigt. Die sind sehr close mit Pistolen unterwegs. So, da zieht Zeus rein. Findet Nummer 1. Die Farmers damit ist aus dem Pech. Die UMP wird auch direkt rausgenommen. Damit Zeus mit dem Double Frag. Jetzt geht's über lang. Das Team kann also eingreifen. Crowman ist erstmal allein auf sich gestellt. Und dann wird nochmal mit der CZ zugeschlagen. So, die MP9 hat man noch im Gepäck. Das ist natürlich nicht die ideale Waffe auf diese Distanz. Und schon hat die CZ einfach mal hier 4 Kills gemacht. Ja, GG. So fängt es natürlich gut an. Ich glaube, da wird wieder Hass im Chat hochkommen, weil die CZ einfach mal 4 Frags gemacht hat. Und den letzten kann sie auch noch holen. Ja, nice. Kein exzellenter Start für Heroic in Runde Nummer 2. So, besonders Zeus kann er ganz gut aufdrehen. So, Heroic kauft direkt gegen. Da hat man auch zweimal die CZ dabei. Also dreimal und setzt zweimal auf die Diegel. Gar nicht so verkehrt auf Overpass. So, dann geht's langsam nach vorne. Einer am Connector. Also ist Modi. Und der Rest baut erstmal auf. So, die Smoke kommen gut rein. Das heißt, für die Diegel gibt es ja erstmal keine Möglichkeit nachzupicken. Nimmt den Connector ein. Damit hat Modi, damit hätte es jetzt schon ein großes Problem. Nein. Er nimmt zwei Leute vorher mit. Flamey aber in der Situation, um das Ganze wieder auszugleichen.
eine 3 gegen 2 Situation. Also der Vorteil ist wieder bei dem Team aus der CIS-Region gegen die Wikinger aus dem Norden. So, Attack nochmal lang mit der Siegel. Ja, das hätten sie sich eher früher gewünscht, dass sie da eine Eröffnung bekommen. Aber in dem Fall wird sie für Attack nicht mehr viel geben. Nico, kann er seinem Namensvetter da alle Ehren machen an der Diegel. So, geht nach vorne. Nico wurde gesehen. Damit zieht man rein. Und da sagt Simple einfach Ciao. Damit geht die Runde an Navi. Also sie verlieren diesen Force-Buy gegen Heroic nicht. Und sind damit mit 2-1 in Führung. Also, das nimmt dann natürlich erstmal wieder normale Ausmaße an. Bei Navi werden wir wahrscheinlich wieder 2-1 sehen. Wir rücken auch davor. Auf Cash. Jo. Eine bei Electronic, eine bei Edward. Der Rest mit AKs ausgestattet. Geht nach vorne. Natürlich Overpass, eine Map, wo man sehr gerne mal die ein oder andere K inklusive noch dabei hat. Deshalb spielt man auch sehr gerne Deagle. Also wo man halt aufpassen muss, ist die Toilette. Und da wird jetzt gerade gestackt. Oh Gott, was macht der Zuster? Der zieht halt schön den Molotow raus. Doofes Timing. Dafür ist aber noch Edward mit der McTender zusammen mit Simple. Kann die Toilette auf jeden Fall hier gut in der Kontrolle gehalten werden. So, wird die AK noch von Edward aufgepickt. Damit hat man kaum was verloren, nur dieser eine MAC-10, das ist absolut in Ordnung für den Stack, den man da Richtung Mitte vorbereitet hat. Obwohl das Sus gerade ein bisschen alt aussah, mit dem Molotow in der Hand, ja, kann er vielleicht jemand mit der Weinflasche erschlagen. Aber mit einer Waffe wäre es auf jeden Fall etwas einfacher gewesen. So, erste Waffenrunde auf beiden Seiten. Klar, man hat noch diese eine UMP dabei, bei Navi, aber ansonsten ist das doch ein sehr guter Buy auf jeden Fall. Mit dem kann man arbeiten. So, was hat Navi jetzt im Pad gegen Heroic in der ersten Waffenrunde? So, auf jeden Fall vom Body hier direkt der Counterboost. So, da wird einmal durchgesprayt. Die ersten Informationen am Holz gesammelt. Rennt man sich eher in einem Gespamme an den beiden Chokepoints, an den Platten. So, musste Chrome ein bisschen was einstecken, Electronic musste einstecken. Und da wartet Moddy immer noch in der Ecke. Ist natürlich so eine kleine All-In-Position, wenn da einer reinzieht. Entweder gewinnt er das Duell oder er verliert es. So, Smoke kommt Richtung geflogen. Damit eine sehr coole Smoke auf jeden Fall. Und damit blockt man sich den Raum hier nochmal ganz gut ab. Moddy muss jetzt aufpassen. Weiß natürlich, dass da ein paar Granaten reinkommen und das nutzt er auch direkt aus. Also er geht wieder zurück, übertreibt es hier nicht. Damit die 4 gegen 5 Situation. Navi läuft die Zeit davon. Es sind noch 26 Sekunden. Wir müssen erstmal wieder Richtung Spot hier drauf kommen. Und dann bauen sie Richtung Toilette auf. So, Granaten sind noch dabei. 2 Smokes, ein paar Flashbangs und dann geht die wilde Reise ab auf den A-Spot. Am Optimus vorbei. Bombe wird rausgenommen und dann kann man sehr gut wieder mit Crowman gegenhalten. Dieser Typ ist einfach auf diesem LAN-Event absolut on fire. Also, Navi 2015 ist back. Auch 2016, wo man halt extrem langsam gespielt hat. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich nicht mehr das typische Navi-Spiel, was wir hier gerade gesehen haben. Dieses sehr, sehr langsame und hoffen, dass Draufgehen irgendwann in den letzten paar Sekunden belohnt wird. Das ist eigentlich nicht mehr das Navi, was wir normalerweise sehen.
Und ein bisschen schade, dass man die Smokes nicht eingesetzt hat bei Navi, die man noch dabei hatte. Also ein bisschen die Utility unterschätzt, die man da noch mit großem Potenzial Richtung A-Spot hätte einsetzen können. Ja, so heißt es für Heroic erstmal eine Runde, die man doch sehr leicht beenden konnte. So, geht langsam nach vorne, Richtung Park. Mit drei Leuten, die Bombe noch im Gepäck, einer in der Toilette, da hat man natürlich keine Information jetzt drüber und die sollte man dann noch zügig einnehmen mit Electronic und Edward. Also, sie versuchen jetzt ein bisschen schneller aufzuspielen, auch Richtung lang durchzukommen und zu explodieren. Diesmal setzt man auch ein bisschen Utility ein, um den Gegner unter Druck zu setzen. Und dann versucht man bei Heroic direkt wieder diesen Raum zuzumachen. Der Refact kann aber nicht geholt werden, da wartet immer noch Flamey und der bekommt beide auf dem Silbertablett serviert, aber da ist immer noch... Oh, was eine Schelle von Simple und Flamey nochmal hinterher. Da scheppert's bei den beiden ordentlich im Karton. Starke Eröffnung von Flamey da Richtung lang. Ich glaube, damit hat Heroic gar nicht gerechnet, dass Navi so zügig das Tempo Richtung lang anzieht. Der Zecht hat's erkannt. Manchmal versuche ich den Chat ein bisschen mit aufzugreifen und versuche natürlich indirekt mit den Leuten dann zu kommunizieren. Krass, oder? Voll die Mindgames. Cool, oder? Das war eine Antwort auf deine Aussage sogar, Zecht. Voll gut, oder? So, zurück zum Spiel. Nächster Battler bei von Heroic wird hier aufgezogen mit einer Scout, einer Farmers, einer OMP, ein paar CZs. Und ab geht die wilde Fahrt. Erstmal wieder für Navi Richtung Park, das war ja letzte Runde schon echt erfolgreich. So, diesmal wartet da aber was. Kleines Bait-Setup, was man ja gerne mit AWP und Rifle eigentlich spielt. Hier eher in der Billigausstattung mit CZ. Und hier komplett zuschlägt. Also Edward hat da überhaupt nichts zu lachen. Nico muss halt diese lange Animation nutzen und nochmal den Schaden machen. Und es gelingt ihm sogar, denn 2,5 Leute raus. Simple nur mit 16 AP. Zumindest kommt noch die Rotation über Toilette nachgezogen. Damit hat man zumindest hier mit der CZ bei Freiburg nochmal super die Chance genutzt, um diesen Go abzuhalten. Dann kommt Cheap Modi von hinten rein. Ja. Und da schiebt er mehr als nur von hinten rein. Da schiebt er eine Kugel noch rein. In Simple. Und dann bist du noch Sus. Und das war's. Die Runde wird beendet. Aber wie, bitte sehr? Verlose ich am Finaltag meine Fließweste? Nein! Die wird nicht verlost. Keine Chance. Ich habe noch eine andere Weste, aber da muss ich erst wieder ein bisschen abnehmen. Es wird langsam spät. Ja, es ist schon 2 Uhr. Ein paar Leute schauen sich das natürlich noch an. Vielen Dank für den Support. Dann gibt es nochmal ein imaginäres Herz an euch. Und Modi wieder mit diesem Boost, der auch schon die Runde davor ganz gut Schaden gemacht hat. Also es wird wieder ordentlich das Duell am Holz vorbei gesucht und gelunzt. Diesmal kann Electronic das da oben auch sehr schnell unter Kontrolle bringen. Und kein Gebänge durchs Holz. Feels Batman. So, das Spiel wird hier
ordentlich, zumindest am Anfang von den CZ, ganz gut bestimmt. Was nicht so extrem bisher war. Klar, die CZ hat immer einen ausschlaggebenden Grund da abgeliefert, aber jetzt nicht so krass wie gerade in dem Spiel. So, Simple geht auf, Simple mit dem zweiten. Und die Runde wurde von Electronic und Simple einfach mal komplett auseinandergenommen. Tja, da freut sich Navi. Mit der fünften Runde schickt man nämlich auch wieder die Jungs von Heroic in die Echo. Schöner Frag von Electronic. So, nochmal die CZ im Anschlag, nochmal kleine Investitionen, nochmal ein bisschen Geld für die AWP auf die Seite legen und die CZ soll wieder den Umschlag machen. So, was ist hier machbar? Das Aiming passt auf jeden Fall jetzt bei Navi. Würde ich sagen, alles richtig gemacht im Spielerkauf. Aber diese Position mit der CZ ist echt widerlich, besonders wenn man hier zu zweit rumzieht. Und da wird sich Flamey so ein bisschen in den Po beißen. Mal gucken, ob Electronic die Ecke checkt. Eigentlich ist das so eine Ecke, die du nicht checkst. Und da zieht man zweimal rein. Da ist die Munition leer. Mordi kommt dann mit 20 HP raus. Sus überlebt das Ganze überraschend. Mit 27 HP. Er kann auch froh sein, dass die Munition leer war. Ansonsten wäre er aber höchstwahrscheinlich auch noch gestorben. Damit die 3 gegen 5 Situation. Also Heroic wieder mit so einem Battler bei unterwegs. Mit der Anschlussrunde. Das wird Navi natürlich auch wieder ein bisschen ärgern. Klar, sie haben noch genug Geld. Aber das schickt natürlich auch Heroic wieder etwas näher in diese Partie zurück. So, jetzt geht's nach vorne. Natürlich auf lange Distanz. Diese CZ etwas uneffizient. Aber auf dieser Close-Distanz unglaublich stark. So, jetzt sieht man einfach bei Pre-Fire rum. Primark hat schon die Arcade. Und was ist denn hier los? Heroic schafft es, sogar 4 Leute durchzubringen. Navi hat gerade extreme Probleme auf Overpass, ordentlich auf lange Distanz zu spielen. Ich weiß nicht. Ich finde Overpass nicht mal eine Map, wo du die CZ ordentlich einsetzen kannst. Weil du halt gut gegen die CZ eigentlich kontern kannst, indem du halt, wie zum Beispiel in Astralis das macht, zum Beispiel einfach Richtung Park gehen kannst. Aber dann musst du halt einfach diese Punkte, wie zum Beispiel vorne am Blumenkasten, musst du einfach abchecken. Und dann musst du dein Equipment einsetzen, von dem eigentlich Navi mehr als genug haben müsste, weil sie halt Geld haben, können sie easy peasy Richtung A-Spot einsetzen. Ich bin da etwas geschockt bei Navi. So gutes Counter-Strike in den letzten Wochen gezeigt. Dann lässt man sich hier ordentlich von der CZ vernaschen, was auf Overpass eigentlich ganz gut gekontert wird. Da merkst du einfach, wenn du dir ein Spiel von Astralis anschaust, wie sie das Ganze machen. Die versuchen halt auch gut mit Granaten zu arbeiten. Und das sehe ich gerade bei Navi eher so semi-optimal. Fällt mir nicht so gut. Also man holt zwar Runde für Runde, hält sich gut im Rennen, aber irgendwie wirkt das alles so unausgereift. Man setzt halt viel auf die individuelle Leistung, zum Beispiel von einem Flamey oder von einem Electronic oder Simple. Meiner Meinung nach gegen ein sehr eingespieltes Team auf Overpass, zum Beispiel gegen Astralis, sollte das im Normalfall nicht reichen. Mal sehr wenig Zeit für Navi, sich neu aufzubauen. Da wartet immer noch Crowman. Der steht Richtung lang mit dem 4-3 oben. Muss Simple nochmal nachkorrigieren. Hat man sich auf dem Regal gut positioniert, aber lässt sich Simple nicht vernaschen. Wechselt jetzt auf die AK. 39 Sekunden noch auf der Uhr. Die Bombe bewegt sich langsam und sicher dazu Flamey runter. Wartet immer noch Mr. Freeberry auf seine Chance.
Geht auf gute Informationen Richtung Loch. Die Information sollte jetzt bekommen, dass die Tür rausgeht. Findet in den ersten 26 Sekunden, wo es Simple hört, der Steppen. Simple geht einfach nur ein bisschen auf Prefire, kann aber eigentlich schon die Waffe safen. Schön wäre es, wenn er nochmal die AWP bekommen könnte, die da oben jetzt im Spiel so ein bisschen... Oh lol, die Bombe, guckt euch an, die ist aufs Regal getroppt. So, Runde vorbei. Heroic schafft es, endlich mal den Umschwung zu schaffen und mal zwei Runden in Folge zu holen. Tja, und damit kommt Heroic hier ein Stückchen näher daran, Navi auch unter Kontrolle zu halten. So, da wird nochmal ordentlich reingeforst und da soll es über kurz gehen. Zwei gute Molotovs und Edward rennt einfach durch wie ein Berserker von der Tarantel gestochen. Guter Block von Heroic, muss man einfach sagen. Wir hören den Molotov, wie er gelöscht wird und Molotov direkt nochmal nach. Um den kompletten Ding abzubauen. Der Boost ist auf jeden Fall sehr nice, aber hat nur halbwegs Effizienz bewiesen. So, und dann rennt man gegen eine Wand und Heroic zeigt auf jeden Fall, dass Counter-Strike aus dem Norden immer wieder auf Overpass gut auf der CT-Seite funktionieren kann. Ja, es ist halt im Blut von den guten Jungs. Sei es Dänen, sei es Norweger, sei es Schweden. Da können ein paar schon Overpass spielen. Wirklich sehr schön abgeblockt das Ganze. Also wirklich auch mitgedacht. Und das blockt halt komplett Navi wie im Flow-Up. 5 zu 6. Und da ist es. Navi ist gebrochen. Und Navi muss einen Gang zurückschalten. Und die haben nicht viel Equipment in der Runde. Die müssen sparen. Eine gute Chance von Heroic oder für Heroic nochmal ein Stück weiter von dannen zu ziehen. So, Azatec weiter nach vorne, geht noch ein bisschen Geld farmen, könnte jetzt auch in die Richtung Flawless Round gehen. Ja, und das sieht doch schon mal ganz gut aus, wenn man Flame hier noch bekommt. Und Simple sollte das alles kein Problem sein. Simple ist immer eine Konstante, die nochmal zuschlagen kann, nimmt damit Flamey nochmal den Spieler auf lang komplett auseinander. Das heißt, Azatec muss dran glauben, aber das war nur die MP9, also das war eher... nur ein kleines Häppchen, was man hier bekommen hat. So, wie weit ist die Situation für Navi nochmal da mit den Deagles irgendwie auf lange Distanz Schaden zu machen? Es sind noch 21 Sekunden, die Zeit läuft ihnen natürlich wieder davon. Flat wäre nochmal super, weil... eine Eco müsste fast hier nochmal her, oder beziehungsweise eine Pistol Round, dass man noch ein bisschen was investieren kann. Man will ja auch ein paar Granaten haben. Und das ist im aktuellen Stand mit dem Geld nicht wirklich gegeben. So, und wir suchen auch immer wieder Junior Caster. Wer sich gerne bewerben möchte, kann dies gerne auch tun. Das Ganze an Jobs at 99 Damage. Oder was? Job oder Jobs? Das kann der gute LPZenk beantworten. Da könnt ihr gerne Bewerbung einschicken. Und zeigen, was ihr könnt. Ne? Kollegen sind gerne wieder gesehen. Also, 5 zu 7. Und Heroic gewinnt hier langsam die Überhand. Zumindest in dieser etwas späteren Phase der ersten Hälfte. 13 Runden sind jetzt auf dem Ticker. Navi versucht wieder mit dem Underpass zu arbeiten. Das gibt natürlich auch ein bisschen mehr Kontrolle für Heroic wieder Richtung Mitte. Und vielleicht auch ein bisschen Confidence, mal
etwas verrückter aufzudrehen. Eigentlich sehr interessantes Setup. Baut mit zwei Leuten Richtung Lang auf. Und lässt Chroma in Richtung Toilette defensiv up-aimen. Normalerweise macht man das zum Beispiel auch gerne bei Face, aber stellt dann eine AWP hin. So, Freiburg steht da unten wie ein Biest. So, der macht super viel Schaden. Dann zieht Mordi noch rein mit einem 2K. Und da wird super schnell einfach nur die Schelle verteilt unten am Monster. Und das war's. Also, Freiburg nicht umsonst einer der Spieler, wenn es darum geht, eine gewisse Position zu halten. Wir hatten es ja im Interview gehört, im Endinterview nach dem ersten Spiel, wo Freiburg einfach Positionen bei Heroic füllen kann, die ja für sie schon wichtig sind. Zum Beispiel Mirage B. Ich denke mal, auf Inferno kann man ihn gut in der Banane abstellen. Welch Wunder. Auch hier Richtung Monster. Wenn Freiburg seine beiden Frags macht, ist das absolut in Ordnung. Und Freiburg ist eigentlich ein Spieler, der im Normalfall, wenn er einen guten Tag hat, da auch zwei Frags immer machen kann. So, das sieht doch gut aus. Auch nochmal schön Peak da vorgesetzt. Dort da wunderbar die Flashbang und dann kann Mordi hier absolut blind nochmal reinhalten. Ja, und Heroic zeigt auch auf Overpass, dass sie auf jeden Fall Bock haben mitzuspielen. So, Azatec diesmal in der Mitte unterwegs, muss sich aber auch nochmal direkt zurückziehen. Also der ist ein sehr diszipliniertes Spiel. Man versucht jetzt nicht mit allen Mitteln da nochmal gegenzuhalten, sondern blockt erstmal den Raum schön in einer Reihe ab. Und damit muss Navi nochmal die Position wechseln und scheint sich Richtung B zu gehen. Und das sollte man hören. Und wer wartet da? Das ist Mr. Freiburg. So, der wird jetzt einiges zu tun haben. Hat noch einen Smoke als Backup liegen. Da wird ein bisschen geprefight. Jetzt wird einfach durch Smoke ran. Für Freiburg natürlich eine ideale Situation, einfach durchzudrücken. Aber Flamey, ja, der drückt vorher ab. So, dann kriegt es jetzt an Modi. Wie viel Schaden kann er im Wasser fahren? Der kriegt direkt den Headshot reingedrückt. Und damit die Chance für Roig sogar hier die Runde abzugeben. Also Navi zieht das Tempo an und das könnte vielleicht genau die Entscheidung gewesen sein, aber Azatec nochmal mit der AWP und damit ist es nur Simple und er wartet Richtung Kurz. Nico kommt in eine Position Richtung Wasser. Simple natürlich nicht die idealste Waffe auf diese Distanz mit der MAC-10 einzugreifen. Die Flashbang kommt gut rein. Simple vielleicht mit der letzten Chance nochmal auf Timing da gut durchzupushen, aber das reicht nicht. Das wäre nochmal seine Chance gewesen mit der MAC-10. Irgendwie auf Close Distance einfach die Bombe auf gutem Timing rauszunehmen, dass keine Zeit mehr da ist, um das Ei zu diffusen. Aber so soll es nicht sein. Heroic spielt hier gutes Counter-Strike. Wirklich, sehr diszipliniert, versucht Richtung Mitte nicht zu viel zu wollen. Und dann hast du hier einen überragenden Azatec an der AWP, der seinen Job am Ende erfüllt. So, es geht nach vorne, wieder der Molotov, der den Bereich erstmal abblockt. Dadurch kann Body sich ja wunderbar vorne positionieren. Aber Flame überhin mit 6 AP, nochmal der Bang. Freiburg mit der Granate hinterher. Ah, das ist aber auch immer ein frühes Informationsspiel, was man dann bei Heroic auch versucht. Aber wie schon gesagt, man übertreibt es dann noch nicht. Wie zum Beispiel Richtung Toilette, wo dieser wunderbare Block kommt und Navi komplett nochmal umdrehen muss. Ah, das ist eine gute Information. Damit müsste man jetzt wissen, dass auch was Richtung Playground geht. Azatec wartet wieder mit der AWP. Das ist eine ganz fiese Position, weil man da angeflasht steht. Und da kann Nico mit Azatec auch ordentlich Schaden verteilen. So, Bombe ist gedroppt. Also mit dem Park kommt man hier an Nico und an der AWP aus der zweiten Reihe nicht vorbei. Da kann Electronic eigentlich auch nicht mehr viel machen. So, und dann wird's beendet. Das ist eine gute Hälfte von Heroic. Also wirklich, sehr schönes Counter-Strike. Man wechselt gut Richtung Mitte ab. Mit dem Setup, dass man sich Richtung Lang positioniert. Man versucht gut, auch mal Richtung Toilette zu pieken. Dass man sich da versucht,
offensiv mit der AWP nach vorne zu positionieren, hat aber auch das Equipment dabei, um den Weg erstmal für Navi abzublocken. Auf B macht Freiburg einen echt guten Job bisher. Wenn er da was zu tun hat, hat er dann mit Modi auf jeden Fall gut die Zahnräder in der Hand und dreht die Biene 1. Also Navi hat hier echt Probleme, Richtung Spot drauf zu kommen. So, und da sieht man schon so ein bisschen Frust bei den Herren. So schnell ist die Musik auch wieder vorbei. So, und natürlich auch thank you very much for our native English speaking people. So, nice to meet you. If you like the German language, go to school and learn it. Warum nicht? Or you can read the chat. Also gut. No, German is it's terrible. You know, the grammar in German, it's totally fucked up, and you have so much words who looking like the same and have a completely other mean. So, so können wir noch die Frage beantworten. Waren wir auf der Biberland? Yo, ich war... Nee, Marvin hat das gemacht auf der Biberland. So, wann geht es weiter? Nochmal eine kurze Pause, hier sehen wir nochmal die Statistiken. Doch alles sehr ausgeglichen. Ja, Simple kann ich so wirklich upsteppen, dafür ist es Flamey, der halt sehr viel gemacht hat. So, gucken wir mal. Wann geht es weiter? Freiburg zuckt noch heute den Schultern. Ja, kann Navi hier mit einem 2-0 ins Lower Bracket gekickt werden? Gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall. Die Chancen stehen ganz gut. Mit 10 Runden hat man extrem gut vorgelegt. Mal gucken, ob man das jetzt auch auf der T-Seite abrufen kann. Dann wäre das hier ein 2-0. Und wer hätte es gedacht, dass Heroic sich gegen Navi mit einem 2-0 durchsetzen könnte. Ja? Wer hätte dies gedacht, dass man das schaffen kann. Wenn es dann soweit ist, oder wenn es dann soweit kommen sollte, dass Navi hier nicht nochmal irgendwie sich zusammenreißt. Die Chancen stehen auf jeden Fall sehr gut. Man sieht es auch den Quoten 1,50 gegen 2,50. Aber Simple will noch eine Runde mitspielen. So, und der fängt erstmal an, mit der Pistol da ein bisschen aufzudrehen. So, jetzt steht er komplett mit dem Rücken gegen die Wand, der gute Freeberry. Dann müssen wir noch Crowman. So, Simple Screenshot kann man hier aufhalten, aber das war's dann noch schon.
So, Ferroic. Ist das die verlorene Pistole? Der Anschluss für Navi ist hier auf jeden Fall möglich. Es geht auf Contact nach vorne. Wieder die CZ dabei. Close Distance soll natürlich hier einfach nur ausradiert werden. Und da steht Electronic bereit. So, der muss jetzt aufpassen. Da sind ein paar böse CZ unterwegs und die räumen direkt mal auf. Also die CZ in neuem Gewand. Refrag kommt, 3 gegen 2 Situationen und Navi wird hier einfach nur auf Close Distance überpusht. Wie ein Bulldozer. Und damit bekommt man die Waffen. Und das ist ja der große Vorteil an der CZ, einfach eine Waffe zu bekommen. Und das kann hier vom Modi auch ohne Probleme umgesetzt werden. Tja, Navi wird direkt wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeschmissen. Ja, Simple ist nicht glücklich. So, irgendwas stimmt nicht. So, da gibt es nochmal eine kurze Pause. Edward sieht halt echt pissed aus. Was ist denn der Chat eigentlich wieder heute so toxic, Mann? Ohne Witz jetzt. Es gibt halt echt ein paar Leute, die halt echt mit wenig Respekt hier reingehen. Aber, da mache ich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr nämlich respektvoll Counter-Strike spielen wollt, könnt ihr gerne mal den Hub der guten Hoffnung joinen. Da wird nämlich noch respektvoll Counter-Strike gespielt. Ohne, dass man toxic ist, dass man kommuniziert. Und wer sich nicht benimmt, wird in diesem Hub auf Faceit gebannt. Beziehungsweise aus der Queue erstmal für ein paar Tage ausgeschlossen. Sagen wir nicht toxic, obwohl eher kann man es bei den meisten Leuten toxic nennen. Eher viele Klugscheißer wieder unterwegs. Das ist halt echt krass, Mann. Leute können sich halt echt nicht benehmen. Und es ist, also wenn man heute den Chat so ein bisschen anguckt, es sind nette Leute dabei, sogar sehr viele nette Leute, muss man schon sagen. Die alten Bekannten, die neuen, die vielleicht da sind, die man kennt. Und dann gibt es so ein paar Klugscheißer, die halt denken, sie wären's, aber im Leben wahrscheinlich nicht mal 3 Haare am Sack haben. Ich bin der Netteste hier. Tja, so ist das im Leben, ne? Dicke Eier im Chat. Aber wenn sie dann auf der ESL-1 in Cologne vor einem stehen, sind sie ganz klein. Da warte ich schon drauf. Auf den Moment warte ich, wenn der Mob dann vor mir steht mit Molotows und den Mistgabeln. Aber ich glaube, der Tag wird nie kommen. Der Tag wird nie kommen, dass sich das jemand traut. Also, die technische Pause ist mal endlich vorbei. Damit geht's weiter. 6-11. Und Heroic. Tja, die gehen in den Vorteil. Und Navi wird in den Forceball gezwungen. Ein Escort bei Simple, die so ein bisschen Vorarbeit leisten kann, die wir Richtung A auf Information springen sehen. Zusammen mit Electronic vielleicht auch eine ganz gute Kombination. Das ist schön gemacht, das hat mir zum Beispiel bei Navi komplett gefehlt. Mit einer Flashbang arbeiten, close den Raum einnehmen. Das hat man zum Beispiel bei Navi überhaupt nicht gesehen und da denkt Heroic einfach einen Schritt mehr nach vorne. So, es geht jetzt drauf, da fliegen die Molotovs rein, auch gute Position gewählt. Electronic versucht auch nochmal auf Close Distance zu kommen. Flamey setzt einen mit der Deagle rein, zweiter hinterher. Electronic an der CZ ist gefallen und dann passt das aber trotzdem hier, dass man
dieser kleine Follower doch ganz gut ausschalten kann. Er macht die Flamey Deagle da gerade ein bisschen Probleme und der ist auf der Suche nach dem Ace zusammen. Mit Simple wird das aber hier vereitelt. Aber wie viel Schaden hat der Flamey gemacht? Der hat alle 5 angeschossen an der Deagle und lassen sie sich ganz gut vernaschen. Eieieiei. Da holt Navi, dank Flamey, Daumen hoch dafür, auch erstmal die Runde. Muss man einfach sagen, Flamey hat da gut zurückgeschossen. So, und was sehen wir von Heroic? Direkte Antwort mit dem Force Buy. Zumindest hat man ein bisschen mehr Equipment dabei, noch eine Scout. Und damit kämpft man wieder gegen den besseren Buy von Navi an. Zumindest wenn es um Feuerkraft an Waffen geht. So, hat Electronic da die Spieler? Der hat ein Timing hoch 10. Oh, ist das böses Timing. Aber er hat den Spieler in der Toilette gesehen und das hat man gehört. Damit kann Modi rumziehen. Also Electronic hat da kein gutes Timing beim Hochspringen. Ich glaube, 2-mal jetzt den Spieler verpasst. Das ist halt richtig Fields Batman. Da hast du halt echt die Arschkarte gezogen. So Simple wartet nochmal in der Gap. Vielleicht sieht er da irgendwas. Den Schatten hat er gesehen. Ja, Simple will aber seine Position hier noch nicht verraten. Nochmal eine zweite Smoke hinterher. Damit hat er die Möglichkeit, sogar Richtung Kolonie zu schießen und die beiden Spieler so ein bisschen zu spalten. Es geht aber über lang vorwärts. Und da muss man sich erstmal wieder gegen Fuß durchsetzen. Und Simple wartet immer noch in der Gap. Mal Freiburg im 3 gegen 1. Die M4, die präsentiert sich da sehr gut. Und Freiburg vielleicht noch mit der Chance. 24 Sekunden, geht ins Duell. Und dann warten sie rechts und links. Und rechts und links ist immer schlecht. Weil damit bist du direkt in der Mangel. So, 8 zu 11. Also, Heroic geht nochmal in die volle Eco. Da wird jetzt einfach Richtung Mitte voll reingegast. Das sollte für Navi kein Problem darstellen, das unter Kontrolle zu bekommen. Dafür, dass man da halt kein Equipment hat, sind 2 Waffen, die man rausnimmt. Da gibt es fast noch den dritten hinterher. Flamey frisst einen Headshot, wird auf 6 HP runtergeschossen. Navi bleibt damit dran. Nächste Waffenrunde für Heroic. So, jetzt hat das Spiel so ein bisschen ausgeglichen, dass wir auf beiden Seiten endlich mal Waffen haben. Und hier nicht dauergeforst wird mit CZ. So, aber sollte Heroic auf jeden Fall noch ein paar Runden abgeben, könnte es sein, dass wir diese Situation wahrscheinlich nochmal erleben werden. So, die Frage ist jetzt, was ist für Heroic mit 5 AKs möglich? Doch etwas wenig Utility. Heroic war immer mal dafür bekannt, halt einen super krassen Go Richtung B auch zu haben auf Overpass. Aber da ist schon viel, viel Zeit viel Zeit vergangen. So, Simple. Auch endlich mal an dem langen grünen Rohr, das er hier präsentieren kann. So, und damit ist er auch direkt erfolgreich, dass er hier eine 4 gegen 5 Situation für sein Team holt. Dafür mussten sie jetzt kaum Equipment einsetzen oder kaum Granaten rausschmeißen, was natürlich auch perfekt ist, wenn es darum geht, weiterhin Zeit aufzuschütten. Zum Beispiel wie diese wunderbare Smoke Richtung kurz. So, dafür hat Mordi eine ganz kleine Lücke gefunden. Die Flashbang schenkt nochmal ein paar Sekunden, aber Mordi kommt da durch und da deckt halt keiner auf Rampe.
Das heißt, für Moddy natürlich eine gute Situation, jetzt nach Lengi raus. Den geht aber gerade nochmal pünktlich runter. Noch eine Flashbang hinterher. Bleibt jetzt hinterm Pillar stehen. Zeus verteilt da ganz gut Schaden. Es soll jetzt richtig gut drauf gehen. 3 gegen 4 Situation. 5 gegen 2. Und dann ist es nur noch Moddy mit einem Hauch von nichts. Aber der will nochmal aufdrehen. Moddy dreht auf. 12 Sekunden. Muss nochmal abbrechen. Und dann hat er den Spieler auf kurz nicht auf dem Schirm. Schade, schade, schade. Das hätte nochmal Potenzial gehabt. So, endlich mal ein Grinsen auf den Gesichtern von Navi. Nice try. So, simpel. Unterwegs, ein bisschen confidenter, auf der Suche nach dem Ausgleich für sein Team. 10 zu 11. Navi holt weiter auf. Und wenn Navi hier verlieren sollte, geht es ins Lower Bracket. Und das wäre dann keine dritte Map. So, in der Runde wird nochmal ein bisschen was investiert. Klar, man baut dann auch so ein bisschen auf die 4 Runden Loser-Bonus auf. Und die traut sich da wieder vor. Mal gucken, ob diesmal das Timing für ihn besser ist. An der Betonrampe nach oben zu piepen. Und das passt auch ganz gut. Flamey, aber zumindest eine Antwort. AK kann nochmal aufgenommen werden. S-Attack versucht da sehr weit davon. Es kommt der Headshot, sitzt, aber gerade so vorbeiziehen. Nochmal zweit hinterher. Und jetzt wird hier individuell aufgetrumpft. Nochmal simpel mit der Antwort. Und er weiß, dass Azatec da auf jeden Fall durch sein muss. Und Azatec, der gewinnt das Duell. Der holt sich den dritten hinterher. Und er hat die Chance, den vierten zu holen. Und das war's. Azatec macht mit Moddy den Baseboard da mal Eingang frei. Boah, stark gespielt von ihm. Da wurde aber ordentlich der sechste Gang eingelegt. Puh. Puh. Stark gespielt. Da sehen wir nochmal Azatec im Replay. Das war wirklich Vollgas nach vorne gegeben. So, und damit bleibt Heroic mit einer AK und ein paar Deagle im Rennen. Und hauptsächlich darf man die Runde bei Azatec aufs Konto schreiben. Absoluter Verdienst von Azatec und von Moddy. Eher von Azatec. So, Moddy kann auch dieses Duell für sich entscheiden. Also simpel. Riskiert jetzt den einen oder anderen Peak. Was natürlich ein Risiko darstellt. Aber am Ende zwingt man Navi natürlich auch irgendwie zu reagieren. Und das soll mit einem offensiven Spiel aufgesetzt werden. So, Connector wird jetzt ausgeschlossen mit noch einem Molotow hinterher. Um den Raum erstmal auszuschließen. Und jetzt sammelt man sich Richtung Mitte. Also ist jetzt ganz sicher, dass da nichts mehr Richtung Underpass steht. Damit neuen Fokus auf die Toilette gesetzt. Einen noch Richtung Lang abgestellt, dass der Freiburg aus der zweiten Reihe übernehmen. Der hat auch noch ein bisschen Equipment, was er seinen Mates da vorschmeißen kann. Zum Beispiel der Flashbang, um Zeus hier unter Druck zu setzen. Damit gibt es jetzt den Arsplit und Zeus an der AWP. Dreht auf. Zusammen mit Electronic hat man hier zumindest die Toilette komplett ausgenommen. Der Zeus, was machst du denn? Ja, hallo. Damit ist noch King of Banana unterwegs mit der Rifle. Und da trifft er auf 4 Spieler. Ah, das gibt's doch nicht. Die haben doch gerade so gut den Raum ausgeschlossen und dann ist Zeus auf einmal da. Der hier eben noch als Bot beleidigt wurde. Ja. Schlawiner, ich habe es ganz genau gelesen. Ja. So, nächster Force-Buy von Heroic. Also man will weiter hier Navi
natürlich auch ärgern und ihnen keinen Vorteil überlassen. Diesmal geht Morty über kurz durch. Wartet erstmal in den Sandbags. Man wartet auf den perfekten Moment wieder vor dem Baseball. So, diesmal wird es nicht so leicht. Navi steht diesmal ein bisschen verändert und Richtung Rampe. Da sieht man jetzt auch die ersten Füße. Also für Heroic wird es jetzt nicht so leicht, da durchzukommen. Crowman überlebt da mit einem HP. Also doch nochmal die Eröffnung. So, aber da stehen sie gut in einer Reihe. Und dann pusht der ganze Mob drauf. Simple, aber immer noch mit der AWP im Scoper-Modus. So, aber da ist einer Richtung Wasser durch. Das könnte die perfekte Ablenkung sein. Simple. Versucht immer noch gegenzuhalten. Unten wartet man Richtung Wasser. Smoked einmal nach, das hat er gesehen. Und wie weit kann Simple hier noch mehr Schaden machen? Oh, oh, jetzt verschießt er gefühlt das erste Mal. Aber Electronic ist da, um ihn abzusichern. Und das ist die 12. Runde für Navi. Also der Forceball geht hier nicht auf. So, und für den Herrn Jitko gibt es nachher keinen Burger King mehr, weil der Burger King um 11 Uhr zu macht. Oder so, ist keine Ahnung. Hallo, ist spannend auch. Ist für Rentner ausgelegt. Da gibt's nichts mehr mit Burger King um die Uhrzeit. So, 12 zu 12, also Heroic wieder mit ein paar CZs unterwegs. Das hat ja auch bisher gegen Navi ganz gut funktioniert. Da muss Electronic aber ordentlich nachjustieren. 36 HP, nochmal gut rausgekommen. Und Simple steht bereit, fällt in den Rücken, das entzückt und beendet die Runde. So, ich bin extra ruhig, dass ich euch trigger, dass der Sound aus ist. Ja, es ist schon komisch. Es wirkt ein bisschen nicht flüssig, weißt du, nicht im Flow drin. Ne? Ja, vielleicht will man einfach nicht verraten, was die da kommunizieren. Wer weiß. So, nächste Waffenrunde für Heroic. Nochmal die Möglichkeit, Navi unter Kontrolle zu bekommen. Ah, Simple, langsam an der AWP, auch ein bisschen warm geschossen auf Overpass. Deshalb muss man hier verdammt aufpassen. Aber das Geld bleibt trotzdem knapp. Auch immer noch bei Navi. Also über den Berg ist man da noch nicht, auch wenn man sich in den letzten Runden ein bisschen nach vorne gekämpft hat. Aber da geht Morty ein bisschen zu einzeln nach vorne. Die Langkontrolle kann hier noch nicht wirklich ausgenutzt werden. Und die Nate kommt perfekt reingeflogen. So, Azatec soll das Ganze jetzt aufreißen. Will sich dagegen Soos drum können. Aber da steht er zusammen mit Electronic im Kreuzfeuer. Es ist nur noch Nico mit Grommen. So, Nico, setz nochmal nach. Und wo ist Grommen? Der braucht noch. Ein bisschen zu einzeln reingegangen. Und schon wird man dafür bestraft und Navi steht bereit und da wird nochmal angefeuert. Oh mein Gott, holt hier Navi die Map, obwohl hier Heroic in manchen Situationen meiner Meinung nach sich auf jeden Fall besser präsentiert hat. Ziehen wir jetzt einfach mal die Forcebys ab. Heroic hat hier die Chance gehabt, Navi an einen Punkt zu bringen, wo sie halt kein Geld mehr haben. Und den haben sie gerade verpasst. So.
So, das sieht so aus, als würde das theoretisch vielleicht sogar nochmal in ein 1-1 gehen. Dann würden wir die dritte Map sehen. Und meine Damen und Herren, das wäre Mirage. Mirage lief ja schon ganz gut im ersten Match für Heroic. Das wäre das erste Matchup, was wir heute erleben, was wirklich über die volle Distanz ausgespielt wird. Aber es ist noch nicht vorbei. Nochmal der Forceball für Heroic. Da wird jetzt natürlich das Extra-Geld ausgenutzt, um wieder mit den CZs einfach nur nach vorne zu rennen. Da setzt aber Edward direkt zu 3K an. Zeus übernimmt die Position danach. So, Zeus aimt nochmal rein. Zeus holt den letzten und das Full House komplett. Sehr schön abgesprochen. Edward sprayt sein Magazin raus. Danach zieht Zeus rum und beendet den Rest. So, damit die Runde vorbei und Heroic spielt auf die Overtime. Dafür haben sie ihr Geld zurückgelegt, dafür haben sie gespart. Edward und Co. können hier die Mitte ganz gut aufräumen. Ich muss gerade nochmal nachgucken. Auf HLTV steht Mirage. Ne? Ist halt so. Ja, es geht auf eine dritte Map. Und ich glaube, das wird Azatec und Nico nicht mehr rumreißen können. Auch wenn Azatec da eben den Bulldozer ausgepackt hat. Da war schnell schon in der Mitte. Da kann Nico sogar nochmal einen Frag machen. 19 HP. Nochmal die Flashbang rein. Und Azatec nutzt das aus. Nochmal eine 2 gegen 2 Situation. Wie reiße die denn wieder den Spot hier auf? Da wartet aber noch Electronic. Und er kriegt mal Azatec gerade wie ins Gesicht geschossen. Und Edward hat nur 39 HP. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, was ist denn jetzt los? Ist hier Navi nochmal in der schwächelnden Phase. Viele würden jetzt sagen, das ist weggeworfen. Aber Edward in der guten Position. Edward wartet in der Smoke. Edward versucht einfach nur die Bombe rauszunehmen. Und Edward wird abgefangen. Das ist die Runde für Heroic. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was eine Runde von den beiden Jungs von den Wikingern. So, da sehen wir es wahrscheinlich nochmal. Azatec ist halt hier gerade. Das ist die zweite Runde, die er so aufreißt. Ja, wie gesagt, andere würden sagen, das ist geworfen. Andere würden sagen, das ist einfach konsequent nochmal reingespielt. Davon bin ich zum Beispiel ein Fan. Oder einfach Unkonzentration. Unkonzentriert. Was man da gespielt hat. Doppel-AWP soll die letzte Runde bringen. Der heilige Gral der CSGO-Welt wird hier ausgepackt. Die Doppel-AWP. Und die ist bei Flamey und bei Simple gar nicht so schlecht aufgehoben. Es geht nochmal Richtung B. Und das will man jetzt ausnutzen. Aber da rennt man halt einzeln in Flamey rein. Und es ist wieder Azatec und Nico. Die sind noch übrig. Da passt das ja. Also wenn die beiden noch da sind, die können wieder allein den Spot aufreißen. Die Flashback kommt gut gegengeflogen, um das Backup zu gehen. Da steht man aber diesmal mit drei Leuten bereit. Und das sollte, wenn es hier zu nichts mehr Spannendem kommt, jetzt gleich eigentlich fast schon gewesen sein. Weil da steht Flamey bereit und der will sogar nochmal das Ace haben. Nummer 4 und Nummer 5 wird ihm geklaut. GG World Played. Also rennt man schön Flamey rein an der AWP. Und das war's. Also, GG well played. Es ist die Map für Navi und damit geht's auf Map Nummer 3. Meine lieben Mädels, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da mit der nächsten Map. Ich lasse euch jetzt ein bisschen mit der Werbung alleine und natürlich mit den Highlights. Unter anderem, bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich.